So gut, ich habe ein Thema für uns heute vorbereitet, das mir mega auf dem Herzen liegt. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn Gott mir heute sagen würde, Alessio, die nächsten 30 bis 40 Jahre eine Message. Ich glaube, es wäre die, die ich heute halte. Deshalb ist es voll die Ehre, dass ihr heute da seid. Und ich freue mich mega. Die Message, ich habe die betitelt mit The Fight. Ich habe Englisch genommen, weil ich wollte nicht, ich wollte sie nicht nennen, Der Kampf. Es klingt einfach zu ähnlich wie Mein Kampf. Und es ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Deshalb The Fight. Versteht jeder The Fight? Okay, ist so gut. Oh, ich merke diese lustige Atmosphäre, voller Humor, ich liebe das. Und ich glaube, wisst ihr warum? Weil ich dann gut bin hier vorne. Ich glaube, wenn ihr alle so richtig traurig werdet und depressiv und so, dann wäre ich es auch. Und das wäre nicht gut. Ja, The Fight, warum The Fight? Ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen von Montag bis Samstag in einem Kampf leben. Sonntags nicht, sonntags sind wir alle hier und alles ist cool. Aber Montag bis Samstagabend vor allem, da leben wir Menschen in einem Kampf. Schon mal davon gehört? Gefühlt irgendwie? Irgendwas? Weil ich glaube, das Leben kann manchmal derart gnadenlos sein und dir richtig eins von den Latz knallen, dass du nicht mehr aufstehst. Selbst als Christ. Geht es? Geht, oder? Ich glaube, das Leben kann manchmal so fies und unberechenbar sein, dass es dir derart eine reinknallt und du nicht mehr aufstehst. Selbst wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst, selbst wenn du die Bibel auswendig kennst. Und darum geht es heute ein bisschen, weil ich mir wünsche, dass das nicht passiert. Ich wünsche mir, dass das nicht passiert. Ich wünsche mir, dass Menschen furchtlos leben mit ihrem Gott und durch dick und dünn gehen mit ihrem Gott. Was das heißt, wollen wir uns jetzt mal angucken. Warum das so ist, ist ganz klar. Wir leben in einer sterbenden Welt, in einer gefallenen Welt. Eines Tages hat die Welt ihr Ende. Richtig? Im Paradies, da war es perfekt. Aber hier auf der Welt, auf der Erde, zwischen uns, da leben wir als gefallene Menschheit in einer gefallenen Welt. Und die ist am Sterben. Deshalb müssen auch wir als Leute, die wir Jesus kennen, als seine Kinder, sind wir da voll drin, oder? In diesem Kampf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ehrlich heute sind. Ist so cool, oder? Ehrlich sein. So manchmal, so Church Smalltalk, kennt ihr den? Das ist genauso wie der Nicht-Church Smalltalk. Wenn du auf der Arbeit bist, wie geht's dir? Alles cool. Wie geht's der Familie? Ja, ist gut. Alles cool. Kinder, alles gut. Alles passt. Arbeit ist auch ganz wichtig bei uns Deutschen. Bei euch Deutschen. Da haben wir so ein Stückchen Italienisch bei mir und das ist mein Alibi. Aber das ist ganz wichtig. Und wie läuft es auf der Arbeit? Das ist so die zweite, dritte Frage, oder? Wie läuft es auf der Arbeit? Alles gut, alles gut. Nein, es ist nicht alles gut manchmal. Manchmal würdest du gerne sagen, nee, ich war diese Woche so aggressiv zu meinen Kindern. Manchmal würden wir das gerne sagen, wir trauen uns nicht. Und deshalb ist heute der Tag gekommen, an dem wir komplett ehrlich sind. Okay? Auch von hier vorne. Das Leben ist also so ein Kampf, oder? Habt ihr schon mal so Zeugnisse gehört, wie zum Beispiel, boah, ich und meine Frau, wir haben im Lotto gewonnen, dann sind wir nach Tahiti gezogen, wir haben uns da ein Haus gekauft, hat nur 6 Millionen Euro gekostet, war das kein Problem. Weil ich liebe es mit meiner Frau, Sonnenuntergänge zu gucken, direkt am Strand, den lieben wir, den Strand. Heute haben wir den 38. Sonnenuntergang in Folge, hintereinander. Wir leben unser Leben, unsere Kinder sind beide CEOs, Geschäftsführer von erfolgreichen Firmen in Deutschland. Die verdienen ein Sackgeld, sind alle gesund, haben 3 wundervoll gesunde Kinder. Aber heute stelle ich mir vor, hey Schatz, wir sitzen zwar am 38. Sonnenuntergang in Folge, aber ich glaube, wir müssen unser Leben ändern. Schon mal so ein Zeugnis gehört? Nicht wirklich, oder? Die meisten Zeugnisse, die ich so höre, sind, hey, meine Ehe ist kurz davor kaputt zu gehen. Oder ich komme nicht klar mit meinem Leben. Ich steck tief drin in Depressionen. Ich komme da alleine nicht mehr raus. Aber dann fand ich Gott. Das sind so Zeugnisse, die ich höre.
Und deshalb ist es ganz klar, dass wir in so einem Kampf stecken, oder? Und dass es uns alle betrifft. So wichtig. Ich habe drei biblische Prinzipien für uns und ich möchte eine Aussage machen. Wenn wir diese drei Prinzipien beachten, gewinnen wir jeden Kampf. Es sollte euch jetzt eigentlich so zum Durchdrehen bringen. Wenigstens könnt ihr es gut spielen. Drei Prinzipien, wenn ihr die beachtet, ihr gewinnt jeden Kampf in diesem Leben. Jeden. Okay? Der erste Punkt, schauen wir uns den mal an. Dankbarkeit. Dankbarkeit findest du in jedem Führungskräfte-Seminar. Jeder, der dir erzählen will, wie man erfolgreich ist, sagt zu dir, sei dankbar für alles, was passiert. Bis dahin ist noch nicht viel passiert, oder? Sei dankbar für jedes Ja von Gott. Überall, wo Gott dir eine Tür aufmacht, eine neue Arbeitsstelle, eine neue Beziehung, eine hübsche Frau, ein hübscher Mann, Finanzen, die kommen, sei dankbar für jedes Ja von Gott. Und auch bis hierhin ist noch nicht viel dran, oder? Bis hierhin könnte es noch gut so ein säkuläres Führungskräfteseminar sein. Dankbar sein für alles, was du hast. Aber jetzt wird's krasser. Dankbar sein für jedes Nein von Gott. Warum ist es so wichtig? Weil dankbar zu sein für jedes Jahr ist überhaupt nichts Besonderes. Das kann jeder. Wir müssen lernen, dankbar zu sein für jedes Nein von Gott. Für jede Situation, in der wir stecken und dann nicht mehr rauskommen. Ist das eine Challenge? Bisschen? In Thessalonicher lesen wir, seid immer fröhlich. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht. Alle zusammen, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus angehört. Und es klingt so mega fromm, oder? Ich sage es, als ich es so gelesen habe, sage ich, Bibel, gib mir doch ein Beispiel. Gib mir doch ein Beispiel. Und wir haben ein Beispiel in der Bibel. Können wir mal die nächste Folie anmachen? Das ist jetzt die Geschichte, Jesus ist weg. Der Heilige Geist ist gekommen. Johannes und Petrus fangen langsam an zu predigen. Und es ist jetzt der Punkt, die wurden schon einmal festgenommen, spektakulär freigelassen von dem Engel. Und jetzt wurden die das zweite Mal festgenommen, weil sie immer noch nicht aufgehört haben, über diesen Jesus zu predigen. Und jetzt passiert Folgendes. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Amen? Nein! Nicht Amen! Nicht Amen! Wenn ich das so liest, sage ich mir, was? Die wurden ausgepeitscht und ausgepeitscht in dieser Zeit, heißt blutig. Und dann stehen die auf, super, danke, sind wir trotzdem fröhlich und machen wir trotzdem weiter. Und ich habe mich so gefragt, wie wäre ich da? Amen, ne, mache ich auch mit. Ich stelle mich da in Frage, weil ich nicht weiß, wie ich da reagieren würde. Ich habe euch gesagt, wir sind heute ehrlich. Es geht nicht darum, fromme Antworten zu finden, wenn wir zusammenkommen. Es geht darum, die Wahrheit zu finden und daran zu wachsen. Stellt euch die Situation bitte vor, Johannes und Petrus, übrigens zwei Charaktere, die unterschiedlicher gar nicht gehen, werden blutig geschlagen mit blutigen Gewändern. Hattet ihr schon mal Blut und die Kleider kleben dann so dran? Schweiß geht auch. Blut und alles klebt und es tut mega weh, oder man sollte eigentlich zum Arzt und desinfizieren. Was die machen, ist auch krass, oder? Die machen einfach weiter wie davor. Vielleicht so, du habt ihr schon von dem Jesus gehört? Es ist mega wichtig, dass ich euch das erzähle. Die haben nicht aufgehört, die waren so dankbar, selbst in dieser schlimmen Situation. Seid dankbar für jedes Nein von Gott, seid dankbar, auch wenn in euren Augen etwas passiert, was euch gar nicht in den Kram passt. Vielleicht passt Gott in den Kram. Und er hat doch so einen viel größeren Plan als wir, oder? Der zweite Punkt ist Worship.
Worship gehört sowieso in jede Prinzipie rein, oder? Worship, für manche, die das nicht verstehen, Worship bedeutet Anbetung. Anbetung. Der Paddy sagte vorher, dass wir die Dinge tun sollen, die wir auch singen, oder? Und wenn wir ehrlich sein wollen und wir kommen sonntags in Gottesdienst, hier in die Celebration, und wir sagen, wir haben Worship, dann musst du verstehen, was Worship wirklich ist. Weißt du, wie die Bibel Worship nennt? Da steht das Wort Proskuneo dafür. Was Proskuneo? Proskuneo ist griechisch und bedeutet sich niederlegen. Sich niederlegen. Und wir haben ein Problem dafür zu klatschen. Wir haben im Worship ein Problem dafür, unsere Hände zu heben. Wir sagen, warum Hände heben? Jetzt heben die alle die Hände. Dass man sieht, wer verheiratet ist an Fingern. Da mache ich nicht mit. Die Bibel sagt, Anbetung ist sich niederlegen. Sein Ego niederlegen. Seine eigenen Wünsche niederlegen. Sich niederwerfen. Komplett aufgeben. Das ist die Bedeutung von Worship. Aber oftmals kommen wir zu der Celebration und haben irgendwie keinen Bock. Und wir nennen es trotzdem Worship. Das ist eigentlich nur Lieder singen. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir in unseren Celebrations Worship haben. Weil Worship, weil Anbetung deine Fokussierung auf Gott, deine Perspektive ändert. Es ändert deine Perspektive. Aber auch das ist ein Kampf. Auch wenn du morgens hier reinkommst und wir spielen die erste Melodie und du denkst, heute geht es mir gar nicht gut. Heute geht es mir gar nicht gut. Heute habe ich keine Lust. Ich singe heute mal nicht mit. Vielleicht stören dich die deutschen Lieder, vielleicht stören dich die englischen Lieder, vielleicht stört dich der Sound, vielleicht stört dich das Licht. Alles dreht sich um dich. Schon mal gehört, so ungefähr? Nein, wir nicht. Wir sind anders. Beim Worship geht es um Gott. Oh, es geht so hart um Gott beim Worship, Leute. Warum ist das so wichtig? Weil nur Gott deine Perspektive ändert. Und Worship, dieser Musik und dieses Licht, alles dient dazu, dass wir einen Rahmen finden, dass wir einen Weg finden für euch, für uns, die wir hier sitzen, um eine Begegnung zu haben mit Gott. Es geht nicht darum, dass wir entertained werden, dass wir schöne Lieder hören. Es geht darum, dass wir, die wir hier unten sitzen, einen Weg finden für eine Begegnung mit Gott. Deshalb bist du übrigens hier. Schon gewusst? Deshalb bist du hier, um eine Begegnung zu haben mit Gott. Nicht unbedingt, um eine gute Predigt zu hören, um guten Worship zu haben. Du bist hier für eine Begegnung mit Gott. Ich möchte euch ganz kurz der Geschichte erzählen. Ich hatte eine Jugend vorzubereiten, damals noch in Münchweiler, und ich war so im zweiten Stock und ich habe Worship angemacht. You are alive. Voll im Flow drin, voll in der Gegenwart Gottes, allein. Vorbereitung, weil 50% meiner Predigtvorbereitung, alles was ich tue, ist Anbetung. Bin voll am Abgehen, Fenster war auf, gegenüber ist ein Fahrradgeschäft, die haben eine Garage, so eine Terrassengarage. Da waren Mann und Frau drauf. Und haben zu mir rübergeguckt und ich voll am Abgehen, voll im Flow, Jesus. Und die gucken zu mir rüber und ich sehe der Mund von beiden bewegt sich. Die sagen irgendwas und ich so, mich gar nicht interessiert. Irgendwann habe ich dann sogar, glaube ich, gewunken. So, dann war das Lied vorbei, da war Stille und ich habe gehört, dass die sich mega aufregen über die laute Musik. Die haben geflucht und geschimpft. Ups, okay. Es ist mega witzig, aber da steckt eine tiefe Wahrheit dahinter. Denn da, wo deine Stimme des Lobpreises und der Anbetung leiser wird, da werden die Stimme deiner Gegner und deiner Feinde lauter. Ja. Yeah. Freunde, wenn wir aufhören, Gott anzubeten und für Gott Lobpreis zu machen, dann wird alles andere wird so schrecklich. Eure Situation wird noch viel, viel schrecklicher, weil die Stimmen eurer Gegner, eurer Feinde auf einmal laut werden. Hört also nicht auf, anzubeten. Gib mir ein Beispiel von der Bibel. Habt ihr Lust auf ein Beispiel von der Bibel? Komm, machen wir ein Beispiel. Josaphat, wer hat schon nicht von Josaphat gehört? Okay, lesen wir es. Josaphat, ganz kurz zur Erklärung, ist ein König von Juda.
Und jetzt schließen sich drei Armeen zusammen, um diesen Josaphat anzugreifen. Josaphat hat keine Chance, weil die Armeen einfach übermächtig sind. Er weiß, sie kommen. In der Vorbereitung, ratet mal, was er gemacht hat. Er hat gebetet. Gott gab einem Propheten ein Wort für König Josaphat. Der Prophet ist zum König Josaphat gegangen und hat gesagt, hey Josaphat, kein Stress, es ist nicht dein Kampf. Nicht du wirst kämpfen, Gott wird kämpfen. Es ist Gott, der spricht. Und Josaphat, easy, was macht er? Wollen wir mal lesen? Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen, den Herrn, den Gott Israels, mit seiner lauten Stimme zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, keine Soldaten, Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen das krasseste, aggressivste Lied, das jemals geschrieben wurde. Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon ergriffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. Und so kam es, dass die Männer aus Juda, als sie zu ihrem Aussichtspunkt in der Wüste gelangten und nach dem Herr Ausschau hielten, nur noch Leichen auf dem Boden liegen sahen. Nicht ein einziger war entkommen. Jetzt könnt ihr Amen sagen. Wie hat Josaphat seine Gegner besiegt? Worship. Wen hat er vorausgeschickt in die Schlacht? Sein Worship-Team. Deshalb fahren wir übrigens jede Celebration mit Worship an, weil die gehen voraus. Ist so gut, das ist so gut. Die gehen voraus. Oh, so gut, Leute, ey. Josaphat, Hammer-Typ. Was glaubt ihr, ist Anbetung also wichtig? Ist Worship wichtig? Ist Worship wichtig, wenn wir fighten wollen, wenn wir kämpfen wollen? Ist es wichtig? Ist es vielleicht wichtig, wenn wir unsere Kämpfe gewinnen wollen, dass wir lernen, wie Worship geht? Worship muss man lernen. Der Josaphat, so eine Granate. Punkt 3, vielleicht der wichtigste Punkt. Gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Was für ein Tisch? Daheim, im Wohnzimmer oder Küche? Oder? Gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Und auch da habe ich wieder was für euch vorbereitet, nämlich der Psalm 23. Schon mal gehört vom Psalm 23? Wer hat noch nie vom Psalm 23 gehört? Okay, dann lesen wir es. Der Herr ist mein Hirte. Sollen wir es zusammen, habt ihr Lust? Sollen wir zusammen lesen? Ey, come on. Okay, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Liebe Freunde, ich glaube, wir könnten über diesen Psalm 23 das ganze Jahr lang predigen. Und wir hätten immer noch genug Material für die nächste Serie und das nächste Jahr. Ich möchte mich kurz fokussieren auf den Vers 5. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Tisch ist nicht nur einfach ein Tisch in der Bibel. Ein Tisch symbolisiert Gemeinschaft. Du hast zum Beispiel nicht mit jedem gegessen in der Bibel. Nur mit Ausgewählten. Deshalb regen sich die Pharisäer so auf, wenn Jesus mit Sündern isst. Kann ja gar nicht sein. Warum? Weil du dich an einen Tisch nur mit
ausgewählten Personen triffst, nicht mit Sündern. Und dieser Tisch, so ein Tisch, hat Gott dir also vorbereitet, im Angesicht deiner Feinde. Weißt du, manchmal denken wir, dass Gott in unseren Situationen uns sieht und er sagt, hey, komm, ich nimm dich einfach aus dieser schwierigen Situation raus und ich steck dich ins Disneyland. Ist gut so? Kannst du rutschen und gibt es ein Karussell da hinten? Ist gut, alles klar. So meinen wir manchmal, oder? Gott, hilf mir. Und dann irgendwie merken wir, mach doch irgendwie nichts. Und dann, oh, dann gehe ich halt auch nicht mehr in die Kirche, dann ist es doch nichts Wahre. So, wenn ich die Bibel richtig lese, dann hat jeder von den Menschen, die ich da in der Bibel so kennenlernen durfte, hatte seinen Kampf. Jeder liest die Bibel. Jeder hatte seinen Kampf. Und dieser Kampf war manchmal gar nicht so leicht. Gott hätte zum Josaphat sagen können, alles klar, Bro, muss gar nicht ausziehen. Er nennt keine Sänger. Ich mach das schon. Ich lasse die gar nicht erst rankommen. Als David diesen Psalm schreibt, das ist keine Metapher, der sitzt da nicht auf seinem Thron im Disneyland und er schreibt, oh, schreiben wir mal Psalm 23. Nein, er macht da eine Erfahrung, die ihn an seine Grenzen bringen. David wusste in dieser Situation nicht, ob er den nächsten Tag überlebt. Und dann schreibt er diesen Vers. Der Herr ist mein Hirte. Darf ich dich heute Morgen fragen, wer ist dein Hirte? Jeder Mensch hat einen Hirte. Jeder Mensch hat einen Hirte. Egal, ob das dein Ehepartner ist, egal, ob das deine Kinder sind, ob das dein Lehrer ist in der Schule, ob das dein Chef ist. Jeder Mensch hat einen Hirte, an dem du dich festhältst. Zurück zu diesem Tisch. An diesem Tisch passiert was ziemlich Krasses. Weil wir wünschen uns manchmal, dass Gott uns wirklich da rausbeamt. Ich wünsche mir das auch ab und zu. Ich will euch das ganz kurz noch praktischer zeigen. Ich habe euch alle lieb. Keiner von euch ist mein Feind hier drin, okay? Ich habe vor niemandem Angst. Aber darf ich euch für einen kurzen Augenblick zu meinen Feinden machen? Jeder Einzelne, ihr seid jetzt voll mein Feind, ihr wollt mir einen Kragen. So, dann wünschte ich mir, mach mal alle die Augen zu. Augen zu, alle mal Augen zu. Keine Angst, ich zwick euch nicht. Alle mal Augen zu. So, Augen auf. Ich bin weg. Ich hab den Ausgang gefunden. Gott hat mich da raus. Und hat mir, ihr habt es gar nicht gesehen, Gott hat mich da raus und hat mich da hinten hin und ich bin frei. Oh, so gut. Aber manchmal, und zwar sehr oft, eigentlich immer, will Gott, dass er uns begegnet im Angesicht unserer Feinde, während ihr mich alle anguckt. Da sitzt mein Stolz hier unten, da sitzt mein Ego, da sitzt meine Eheprobleme sitzen hier in der ersten Reihe irgendwo. Da sitzen meine Probleme, nicht mit Finanzen klarzukommen. Sitzt alle hier und glotzt mich an. So, und Gott sagt jetzt, hey, Alessio, im Angesicht deiner Feinde, während alle dich angucken, während dich alle niedermachen wollen, da habe ich einen Platz für dich, einen Tisch, der ist vorbereitet für dich. Im Angesicht deiner Feinde. Jetzt sitzt du dich an diesem Tisch und dieser Tisch ist gemacht, der ist gemacht für dich und der ist gemacht für deinen Hirten. Wer ist denn der Hirte? So voll die Zaghaft, sagt man nochmal. Jesus. In Johannes 10, Vers 11 lesen wir nämlich, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Daher wissen wir, dass Jesus der gute Hirte ist. Und an diesem Tisch begegnet dir Jesus im Angesicht deiner Feinde. Im Angesicht deiner schwierigen Situationen. Im Angesicht deiner auswegslosen Situation. Im Angesicht deiner Krebserkrankung. Im Angesicht deiner Ehescheidung. Im Angesicht deinem Bankrott in der Firma. Im Angesicht
des Todes. Da begegnet dir Jesus. Warum? Weil er dich lieb hat. Warum? Weil er für dich ist. Warum? Weil er dich durch diese Situation rausbringt. Mit dir. Er geht da durch mit dir. Egal wie viele Feinde da sind. Egal wie viele Feinde da sind. Egal wie viele Probleme du hast. Jesus ist da. Das Problem ist nur, wenn du nicht aufpasst, gibst du dem Feind einen Platz an deinem Tisch. Da gibst du dem Feind einen Platz an deinem Tisch. Und dieser Feind, die Bibel nennt den Satan, der gefallene Engel oder auch Teufel. Das ist der, die Bibel sagt über ihn, dass er im ersten Petrusbrief, sagt die Bibel über ihn, dass er herumläuft wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wen er sein Ziel nicht erreichen lassen kann. Und wenn du nicht aufpasst, dann bekommt dieser Feind einen Platz an deinem Tisch. Dann sagst du vielleicht alles so, wie kriege ich denn das mit? Ob ich meinem Feind einen Platz an meinem Tisch gegeben habe? Wie zeigt sich denn das? Nun, ich glaube, dass wenn der Feind an deinem Tisch sitzt, fängt er an, mit dir zu reden. Und er redet hauptsächlich in drei Arten. In drei Gruppen, können wir auch sagen. Zum Beispiel, wenn du jemals oder jetzt gerade hörst in einer schwierigen Situation, du wirst niemals gewinnen. Wenn du jetzt gerade hörst, du wirst niemals gewinnen oder schon gehört hast in schwierigen Situationen, vergiss es alles. Guck mal, wie viele Feinde. Dein Ego hast du nie besiegt, wirst du nie schaffen. Dein Stolz auch nicht. Deine Frau sowieso nicht. Deine Ehe ist sowieso am Abkacken, du kommst da nie durch. Ist keine Chance. Du wirst nicht gewinnen. Mach dir nicht zu viel Hoffnung. Never. Wenn du das schon gehört hast oder jetzt gerade hörst in deiner schwierigen Situation, dann weißt du, dass du dem Feind einen Platz an deinem Tisch gegeben hast. Der zweite Punkt, wenn du jemals gehört hast oder hörst aktuell, du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Schau dich mal um. Sind alle besser. Aber du, nee, du kriegst deine Probleme nie in den Griff. Und weißt du warum? Weil du nicht gut genug bist. Du bist nicht schlecht, aber du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Und wenn du das jemals gehört hast oder aktuell hörst, dann hast du dem Feind einen Platz an deinem Tisch gegeben. Die dritte Art, alle sind gegen dich. Alle sind gegen dich. Auf der Arbeit mag dich kein Mensch, guck dich mal an, du Freak. Du läufst auf die Arbeit und alle sind gegen dich. Die erzählen dem Chef blöde Sachen über dich, hinter deinem Rücken. Alle sind gegen dich. Wie kann man denn auch für dich sein? Schau dich mal an. Sind alle gegen dich. Und das Krasse ist, wenn du anfängst, diese Lüge zu glauben, dann gehst du auf die Arbeitsstelle am nächsten Morgen und du nimmst eine Abwehrhaltung ein, oder? Sind alle gegen mich. Sind alle gegen mich, ich muss mega aufpassen. Du nimmst eine Abwehrhaltung ein und deine Abwehrhaltung macht was geistlich mit deinem Hirn. Oh ja, weil deine innere Abwehrhaltung gegenüber deinen Arbeitskollegen, das wird zu deiner inneren Abwehrhaltung gegenüber Gott. Alle sind gegen dich. Und es kann ja wirklich sein, dass viele Menschen gegen dich sind. Kann sein, du gehst auf die Arbeit und da kommst du nicht klar. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber das, was du dann tun solltest, ist nicht Böses mit Bösem vergelten. Da hat einer in der Arbeit schlecht über mich geredet, zu meinem Chef. Jetzt gehe ich zu meinem Chef und rede blöd über ihn. Ha, der kann was abwarten, oder? Den mache ich fertig. Was du tun solltest, ist diesen Tisch. Diesen Tisch, da sitzt du dich hin, weil da ist dein Hirte. Und du sitzt ihm gegenüber
und du sagst, danke Jesus. Danke Jesus, dass du psychisch, physisch, mental, emotional mein Hirte bist. Danke Jesus, dass ich keine Angst haben muss vor meinen Feinden, die da alle sitzen. Danke Jesus, dass du da bist. Und wenn alle gegen dich sind, schau, wer für dich ist. Wenn alle gegen dich sind, schau, wer für dich ist. Jesus, es reicht. Und wie? Wisst ihr, was krass ist? Eigentlich hat Jesus am Kreuz bezahlt, oder? Eigentlich hat Jesus am Kreuz dafür bezahlt, dass wir keine Feinde mehr haben. Schon gewusst? Der letzte Feind. Der letzte Feind ist der Tod. Jesus hat ihn besiegt. Das heißt, dein Weg zu deinem Sieg ist ganz, ganz nah. Und obwohl deine Feinde eigentlich schon tot sind, eigentlich haben die keine Kraft. Eigentlich habt ihr keine Kraft, meine Feinde. Weil ich kenne Jesus. Und er hat euch alle besiegt. Am Kreuz hat er dafür bezahlt. Er hat euch alle besiegt. Aber soll ich euch was sagen? Nur weil der Feind tot ist, heißt es nicht, dass er nicht tödlich ist. Mein Opa hat mir immer erzählt, früher, wir kommen aus Italien, meine Großeltern, und wir sind da in einem sehr ländlichen Gebiet, es sind nur Steppe, mega trocken und so, und da gibt es Schlangen, da gibt es Vipern, sind sehr giftig. Und mein Opa hat gesagt, hey, wenn wir da jetzt hochgehen und so, lang keine Schlangen an. Okay, auch nicht die Toten. Tote Schlangen, den wollte ich eigentlich wegen rumspielen. Auch keine toten Schlangen, sage ich, Opa, warum denn? Sagt er, weil Schlangen selbst nach ihrem Tod bis zu 120 Tage lang immer noch giftig sind. Jesus hat bezahlt dafür, dass wir keine Feinde haben. Aber das bedeutet nicht, dass deine Feinde nicht da sind und dass sie dich nicht zu Fall bringen wollen. Finde diesen Tisch und dann sitzt du an diesem Tisch und du sprichst dieses Gebet zu deinem guten Hirten. Und dann stehst du auf. Und du sagst, Feind, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Nochmal, Feind, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Das ist mein Tisch für mich und meinen Hirten. Wisst ihr, was das ist? Wir nennen das Proklamieren. Mit Gott sprechen, das nennen wir Beten. Mit deinem Hirten sprechen, das nennen wir Beten. Dinge aussprechen, die noch jetzt noch nicht so sind, nennen wir proklamieren. Steh auf. Es ist nicht dein Tisch. Ich will euch challengen. Ich will euch mega challengen. Wenn ihr heute nach Hause geht, wenn ihr in schwierigen Situationen steckt, nehmen wir einen Ehestreit. Easy, oder? Ehestreit. Während dem Streit, sagt, Moment, bevor du die Tür zu Haus, Schatz, muss ich noch was sagen. Feind, nicht zur Frau natürlich. Achtung. Nicht zur Frau, bitte. Sonst haben wir ja eine Menge mit der Seelsorge nachher zu tun. Das ist ja nicht gut. Nicht zur Frau, zum Feind. Du hast keinen Platz an meinem Tisch. Ich werde siegreich in diesem Leben rausgehen. Und wenn ich falle, dann stehe ich wieder auf. Nur um meine Feinde wieder zu begrüßen. Aber ich sitze an diesem Tisch. Und ich fokussiere mich nicht auf euch, sondern auf meinen Hirten. Ist so kraftvoll. Jetzt denkst du vielleicht, boah, ich bin so wichtig, hey, der Feind, alle wollen mir an den Kragen, oder? Denkst du so? Vielleicht, weiß nicht. Alle wollen mich und ich bin voll wichtig und boah, der Feind ist hinter mir her, ich muss voll aufpassen. Weißt du, es geht eigentlich nicht um dich. Es geht dem Feind nicht um dich. Du bist ihm sowas von Schnuppe. Es geht ihm um deinen Vater. Es geht ihm um deinen Vater. Als der Engel, als der Teufel noch ein Engel war und er Nein gesagt hat zu der Herrlichkeit Gottes, Nein zu der Ehre Gottes und gefallen ist in die Hölle, seit diesem Tag versucht er, keine Menschen zu gewinnen. Er versucht, die Beziehung zwischen dir und deinem Vater kaputt zu machen. Er versucht, dem Vater, dem alle Ehre gebührt, Gott, eins auszuwischen. Und er weiß, wie er das anstellt. Wie stellt er das an? Wie stellt er das an? Indem er dein Herz zerstört.
indem er dich angreift und dich zu Fall bringt. Ich bin ein Papa, ich habe 4 Kinder. Ich weiß, wenn meine Kinder, wenn es denen schlecht geht, dann leiden die. Aber sie leiden nicht so sehr, wie ich leide. Und jeder Vater, der schon mal ein krankes Kind daheim hatte, mit Fieber und man kann nichts tun, welcher Vater wünscht sich da nicht, das Fieber zu nehmen? Komm, ich nimm's. Komm, ich nimm's. Dass du frei sein kannst. Das ist das, was Jesus am Kreuz tat, liebe Freunde. Am Kreuz, das ist der Ort, wo du Befreiung findest. Am Kreuz, das ist der Ort, wo alles vollbracht ist. Und wisst ihr, wo das Kreuz gestanden hat? Auf Golgatha? Golgatha war damals wie so ein, da hat man das Müll hingebracht, eine Müllkippe. Auf einer Müllkippe hat Jesus deinen und meinen Sieg errungen. Auf einer Müllkippe. Nicht auf einem Thron, nicht im Bundestag, auf einer Müllkippe. Diese schwierige Situation, in der du jetzt gerade steckst, diese Müllkippe, in der du jetzt gerade steckst, da wird dein Sieg passieren. Da wirst du siegreich werden. Da wirst du dem Feind widerstehen. Da wirst du diesen Tisch finden. Da wirst du Jesus finden. Da wirst du eine Begegnung haben mit ihm. Da wirst du neue Kraft finden. Du bist gerade in einer schwierigen Situation. Ich gratuliere dir. Gott will dir begegnen. Du hast dein Leben gerade nicht im Griff. Herzlichen Glückwunsch. Gott will dir begegnen. Und dann wird es zum Zeugnis. Und ich freue mich schon, wenn ich dieses Zeugnis höre. Deshalb nur her damit. Und dann können wir siegreich sein. Nur zu oft merke ich, wie wir Menschen einfach aufhören. Einfach aufgeben. Ich will dir heute sagen, jeder, der heute hier ist, ich will dir heute sagen, setz du keinen Punkt, wo Gott ein Komma setzt. Schreib dir das unbedingt auf. Setz du keinen Punkt, wo Gott nur ein Komma setzt. Weil Gott hat was mit dir vor. Was Größeres als du und deine Wünsche. Na komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Die Worship Band kommt, darf nach vorne kommen. Hey, wenn du jetzt hier bist und sagst, boah, ich stecke in so einer schwierigen Situation drin und ich weiß nicht weiter. Dann haben wir da hinten einen Tisch vorbereitet. Ein Tisch. Tisch, an dem steht's Abendmahl drauf. An dem Tisch kannst du eine Begegnung haben mit Gott. Da darfst du das Abendmahl nehmen, da darfst du Gott begegnen, darfst ihm deine schwierigen Situationen sagen. Und für Gott ist keine Situation zu groß, zu weit entfernt oder zu weit weg. Oder Gott sagt nicht, du warst jetzt ein halbes Jahr nicht bei mir, hast ein halbes Jahr nicht mit mir geredet, komm in einem halben Jahr wieder. Nein, Gott wird dich hören. Und Gott geht da mit dir durch. Wir haben hinten ein Gebetsteam, das nur darauf wartet, mit dir zu beten. Die sind so heiß drauf, geht da hin. Die sind so heiß drauf, mit euch zu beten, geht da hin. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen wollen? Ist Worship. Worship. Und ich lade dich dazu ein, jetzt dankbar zu sein für jedes Ja von Gott. Und für jedes Nein von Gott, für jeden Prozess, für jede Schwierigkeit, für jedes finstere Tal, sei dankbar. Der nächste Punkt ist, fang an Gott zu loben, fang an ihn anzubeten. Du musst dich hier nicht auf den Boden werfen, aber fang vielleicht an die Hände zu heben. Ich sag dir auch warum. Wenn du etwas erreichen willst, was du noch nie hattest, musst du dafür etwas tun, was du noch nie getan hast. Du hast noch nie die Hände gehoben, heute ist der Tag dafür da. Warum? Verrate ich dir nicht. Tu es einfach. Warst noch nie auf den Knien vor Gott? Tu es. Tu es. Und du wirst dein nächstes Level erreichen. Ja? Also lass uns diese Dinge tun.
Und da hinten ist jetzt dieser Tisch. Und da dürft ihr Gott begegnen. Ist das gut? Lass uns jetzt anbeten. Ja? Lass uns wirklich tief anbeten. Ist gut? Come on.